Liebe Studierende der Hochschule Ruhr West, ich bin Monika Griefan und möchte Oberbürgermeisterin von Mülheim an der Ruhr werden. Und ich will, dass Mülheim wieder eine richtig hippe Stadt wird, wo sich alle gerne aufhalten. Dazu möchte ich eine Stadtentwicklungsgesellschaft gründen, die in der Innenstadt Problemimmobilien aufkauft, dann sie saniert zu bezahlbarem Wohnraum, dass Kneipen, Events, Kultur und Musik dort stattfinden kann, dass man sich gerne in der Stadt aufhält und trifft. Dazu kommt, dass ja die Volkshochschule an der Bergstraße saniert werden muss. Ich möchte sie verbinden mit der Hochschule, dass wir dort auch Wissensräume haben, neben den Volkshochschulen einen Bürgerraum, wo sich Menschen treffen können und wir gleichzeitig eine Meile der Wissenschaft und der Kultur haben, die von der Hochschule bis zur Stadthalle reicht, über den Ringlokschuppen und eben die Hochschule, die Volkshochschule. Ich möchte, dass Mülheim eine familienfreundliche Stadt ist. Das heißt, wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum für Familien mit Kindern. Und wir müssen natürlich das Verkehrskonzept verbessern. Das heißt, wir müssen unsere Stadtteile anbinden mit neuen Möglichkeiten der Mobilität, zum Beispiel kleinen Elektrobussen, aber auch das Fahrradwegenetz verbessern und vernetzen, Fahrradstellplätze auch in der Innenstadt schaffen, damit Mülheim auch eine echte Fahrradstadt wird. Ich wünsche mir, dass wir gut kooperieren zwischen der Hochschule, dem Max-Planck-Institut und Unternehmen, damit wir neue Startups gründen, damit wir Firmen in die Stadt holen, damit die tollen Ausbildungsmöglichkeiten, die die Hochschule Ruhr-West bietet, sich auch darin dann ergeben, dass wir tolle neue Firmen haben, in denen ihr dann auch in der Stadt bleiben könnt, ihr eure Familien haben könnt und wir damit eben auch wieder eine junge Stadt werden. Ich möchte eure Oberbürgermeisterin werden, Monika Griefan.